Ein furchterregender Überfall. Er musste extrem bösartig sein. Eine Gemeinde verschanzt sich. Die Leute gingen nicht mehr gern allein aus dem Haus und ließen ihre Türen nicht mehr unverschlossen. Aber mit jedem weiteren Überfall wird der Mörder gerissener. Indem er das Opfer hier draußen ließ, verzögerte er die Ermittlungen. Und sein Durst nach Blut wird immer schwerer zu stillen. Wahrscheinlich verübt er weitere Verbrechen, bis sie ihn fassen. Special Agent Dale Hinman hat schon zur Lösung vieler Mordfälle beigetragen. Was wird die Profilerin über den hochaggressiven Täter herausfinden? In Anne Arundel County, Maryland, erhält die Polizei einen dringenden Notruf. Ich wurde zu einem Haus beordert, in dem eine 34-jährige Frau tot aufgefunden worden war. Der Sohn ihres Lebensgefährten war von der Schule nach Hause gekommen und entdeckte sie in der Badewanne. Er lief zu einem Nachbarn, der den Notruf wählte. Als ich in das Schlafzimmer kam, fand ich das Bett in einem unordentlichen Zustand vor. Eine Handtasche war auf den Boden ausgeleert worden. Zerrissene Unterwäsche lag herum und auch ein Stück Seil. Offensichtlich hatte sich hier ein Verbrechen ereignet. Er überprüft das angrenzende Badezimmer und entdeckt die Leiche von Boontem Anderson. Ich habe hier ein Verbrechen. Ich brauche Kriminaltechniker und das CID. Lieutenant Herbert Hasenpusch trifft sofort mit einer Gruppe von Kriminaltechnikern ein. Kurz darauf stößt Lieutenant David Waltermeyer zu ihnen. Was gibt's? Es sieht ziemlich schlimm aus. Boontem Anderson wurde mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne liegend gefunden. Das Wasser war von blutrot gefärbt. Ihre Hände waren hinter ihrem Rücken gefesselt. Auch ein Haartrockner war in der Badewanne. Die Todesursache ist unklar. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir nur, dass sie einige Stichwunden an der Rückseite ihres Halses hatte. Wir schicken sie in die Rechtsmedizin und lassen den Tatort untersuchen. Bevor sie gehen, sprechen die Detectives noch mit Andersons Nachbarn. Wir untersuchen einen Fall, der dort drüben passiert ist. Wir suchten nach verdächtigen Personen, die zu Fuß in der Gegend unterwegs waren, nach Lieferanten, die eine auffällige Person gesehen haben. Ich habe nichts gesehen. Aber niemand kann sich vorstellen, wer dieses monströse Verbrechen begangen haben könnte. Es ist eine Gegend, in der man seine Türen nicht abschließt. Als bekannt wurde, dass an diesem Tag ein Mord an einer Frau verübt wurde, die alleine zu Hause war, waren alle alarmiert. Im Hauptquartier startet Waltermeyer eine Großfahndung. Die Polizei findet schnell heraus, dass Boontem Anderson tagsüber gewöhnlich auf dem nahegelegenen Armeestützpunkt arbeitete. Wir möchten Ihnen ein paar Fragen zum Tod von Boontem Anderson stellen. Sie hätte eigentlich nicht zu Hause sein sollen. Sie war krank und hatte einen Termin beim Arzt. Außerdem erfahren sie, dass sie erst kürzlich mit ihrem Lebensgefährten Ralph Musser und seinen zwei Söhnen eingezogen ist. Als erstes muss man die Familiendynamik rekonstruieren. Gab es Probleme zwischen dem Opfer und dem Lebensgefährten? Aber Ralph Musser erzählt dem Detective, dass die Beziehung zu Anderson stabil war. Und er war bei der Arbeit, als sie ermordet wurde. Wenn ich etwas herausfinde, informiere ich sie. Er wurde schnell von der Liste gestrichen, weil wir keine Unstimmigkeiten in dem fanden, was er uns erzählte. Am anderen Ende der Stadt überprüft Hasenpusch inzwischen Massers älteren Sohn Michael. Er stellt fest, dass auch Michael während des Mordes bei der Arbeit war. Er ist vorher von seinem Vater zur Arbeit gefahren worden. Nachdem Familienangehörige nicht in Frage kommen, ist der Kreis der Verdächtigen praktisch unbegrenzt. Zwei Tage nach Beginn der Ermittlungen haben die Detectives noch keine einzige Spur.